Apple, Google, Microsoft und natürlich darf in diesem erlesenen Kreis auch eine weitere besonders starke Aktie, Deutsche Bank, nicht fehlen. Und deswegen haben wir diese vier Aktien für euch, die gestern nachbörslich in den USA respektive heute Morgen Zahlen gebracht haben. Und ich habe euch auch noch jemanden mitgebracht, Head of Trading und Investment der Formationsleiter GmbH. Er ist im Urlaub wieder da. MJ, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. In dem Zusammenhang möchte ich nur etwas sagen. Das letzte Video, das ich mit MJ gemacht habe, hat dazu geführt, dass wir in 10 Jahren YouTube die schlechteste Like-Dislike-Quote bekommen haben ever. Der Mann hat einfach zu viele Fakten ausgegraben und zu wenig gefühlte, schöne Sachen von sich gegeben. Ich hoffe, es wird diesmal besser. Wir beginnen mit Apple und die Zahlen von Apple, muss man sagen, ja, Monster. Das Wort werde ich aber noch einige Male von mir geben müssen. Gewinn je Aktie 30% über den Erwartungen, 100% gegenüber dem Vorjahresquartal, der Gesamtumsatz um 36% gestiegen, 11% über den Erwartungen, iPhone-Umsätze um 50% gestiegen und in allen anderen Segmenten auch auf jeden Fall 2%ige Steigerungen, sei es bei den Services, bei den Macs, bei den iPads und alles über den Erwartungen, auch was die Bruttomarge angeht. Und das finde ich schon beeindruckend. Die haben auch dort um fast 2% die Erwartungen der Analysten übertroffen. Wie hat denn eigentlich auf diese extrem guten Zahlen die Aktie reagiert? Nachbörslich mit einer Bewegung von minus 2%. Also man sieht schon, die Aktie ist ja auch sehr stark gelaufen in den vergangenen Wochen und das haben möglicherweise einige Investoren zum Anlass genommen, da Gewinne mitzunehmen. Gibt es denn auch Gründe, Gewinne mitzunehmen? Weil normalerweise ist es ja so, Apple gibt grundsätzlich keinen Ausblick für das kommende Quartal. Und ist es diesmal auch so gewesen? Gab es überhaupt keinen Ausblick oder gab es doch das ein oder andere, was die Investoren verschnupft hat? Ja, genau so ist es. Also es gab die Aussage von Herrn Cook, dem CEO, der gesagt hat, dass man diese sehr guten Ergebnisse, die jetzt veröffentlicht wurden, im nächsten Quartal nicht erwarten wird und dass es da im Vergleich eher ein Rückschritt sein wird. Und das hängt auch damit zusammen, dass man aufgrund des Chipmangels, der ja in der gesamten Branche zu sehen ist, vermutlich weniger iPhones absetzen wird, was dann natürlich durch die Größe der iPhone-Absätze innerhalb der Quartalszahlen dazu führen wird, dass Apple wahrscheinlich weniger umsetzen wird als in diesem Jahr, in diesem Quartal. Wobei man sagen muss, einige Analysten erwarten, dass es bei den iPhones nochmal zu einer Beschleunigung der Verkaufszahlen gibt. Weil sie sagen, nicht nur Kamera und 5G und dass der Notch verschwinden wird, sondern man geht davon aus, dass Apple auch faltbare Telefone rausbringen wird und dass es wieder Revolutionen im Bereich des Smartphones geben wird und dass noch mehr Leute dann Smartphones kaufen werden. Aber dazu muss man auch sagen, so revolutionär ist es nicht, die Notch rauszunehmen. Das hat ja Samsung schon länger. Nochmals, nicht nur Notch und Co., sondern er ist ein Samsung-Benutzer. Wir gucken auf den Chart und eins muss man ganz klar sagen, wir sind Investoren in Apple, haben auch in unserem Performance-Depot Apple-Aktien gekauft und zwar haben wir das im Bereich der 100 Dollar gemacht gehabt. Und jetzt muss man Folgendes sagen. Wir haben diesen sehr starken Anstieg gesehen gehabt nach der Pandemie von der ungefähr 50 Dollar hoch an die 100. Und ich bin der Meinung, dass rein technisch Apple eine sogenannte aufsteigende Bullenflagge macht. Ich sage das an dieser Stelle immer wieder. Eine Bullenflagge ist eigentlich Anstieg und dann gibt es die Konsolidierung abwärts gerichtet oder seitwärts gerichtet. Und wenn man zum Beispiel auf Investopedia nachschaut, dann wird das auch nur so beschrieben. Und nach 20 Jahren Handel kann ich euch sagen, diese aufwärts gerichtete Bullenflaggen gibt es, die sind besonders bullisch. Das heißt, den Ausbruch hätte man dann im Bereich von 156, 160. Mit dem, was Herr Cook gesagt hat, halte ich das für weniger wahrscheinlich, dass jetzt Apple das Potenzial hat, diesen Kanal nach oben rauszunehmen. Deswegen würde ich mich auf diese Zone 142 bis 140 konzentrieren. Denn hier sehen wir Folgendes. Das war hier nämlich Widerstand, das wird zur Unterstützung. Wenn der hier drunter fällt, also wenn ihr Apple shorten wollt, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt aber auch mal gucken, wie es sich anfühlt, wenn man einen Finger in die Steckdose steckt. Ist vergleichsweise meiner Meinung nach ähnlich erfolgsversprechend. Was interessant wäre, ein Pullback in Richtung 200-Tage-Linie. Wäre dann immer noch 30% über unserem Einstieg, wäre aus meiner Sicht trotzdem eine extrem wichtige und interessante Unterstützungszone
Übergeordnet sehe ich die Apple-Aktie bei 170, 175, 180. Nicht zu vergessen, Apple Car, was auch noch das Potenzial hat, in den kommenden Jahren zum Umsatz von Apple mit beizutragen. Wenn die Zahlen von Apple Monster waren, dann muss man sagen, sind die Zahlen von Alphabet göttlich. Denn die Zahlen sind sehr gut ausgefallen. Wir haben ja auch schon im Januar war es, glaube ich, oder? Im Januar 2021 haben wir gesagt, die Alphabet-Aktie ist unser Top-Pick für das Jahr 2021. Seitdem plus 54% mit der Kursbewegung, die verzeichnet wurde. Und das hängt natürlich auch mit den super Zahlen zusammen, die Alphabet vorgestellt hat. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gewinn um fast 170% gestiegen und hat auch die Erwartungen übertroffen, die ja sowieso schon sehr hoch sind bei Alphabet, aber die Erwartungen nochmal um 40% übertroffen, auch beim Umsatz plus 60% gegenüber dem Vorjahr, plus 10% gegenüber den Erwartungen. Und das ist auch damit in Verbindung zu bringen, dass die YouTube-Einnahmen, die Alphabet generiert hat, sehr stark ausgefallen sind mit über 7 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Quartal. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast genauso viel wie Netflix im gesamten Unternehmen in einem Quartal generiert hat. Und mit diesen Zahlen sehen wir schon die Google-Aktie als sehr gut aufgestellt. Ich weiß nicht, Hamid, ist für dich die Aktie immer noch der Top-Pick des Jahres? Also nach 52% ist es schwierig zu sagen, dass es jetzt noch Top-Pick des Jahres ist, weil es einfach mittlerweile sehr sportlich gelaufen ist. Allerdings ist es für mich nicht nur Top-Pick des Jahres, sondern es ist für mich die Top-Aktie auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Ich erwarte, dass Google, das haben wir aber auch Anfang des Jahres gesagt, dass Google die wertvollste Aktie weltweit werden wird. Wenn du dir zum Beispiel die Cloud-Umsätze anguckst, die waren ja auch über den Erwartungen. Allerdings ist ja das Cloud-Business immer noch nicht profitabel. Gleichzeitig sind sie hinter Azure von Microsoft und AWS von Amazon. Die haben allerdings den Verlust von 1,5 Milliarden auf 400 Millionen reduziert und sind da auch kurz vor der Profitabilität. Und man traut Google sogar zu, dass sie ganz stark in die Konkurrenz gehen werden, was Microsoft und was Amazon angeht. Und das ist nur ein Segment, in dem Google anfängt, anderen das Feld streitig zu machen. Ist ja das Gleiche, was du gerade gesagt hast mit Netflix. Ich meine, überleg mal, was gibt eigentlich Netflix aus, um Content zu generieren, um 7,3 Milliarden Umsatz zu machen? Was macht YouTube? Hat eine Plattform und die anderen kreieren das. Also die Profitabilität ist eine ganz andere. Und deswegen ist es so, ja, die Werbeeinnahmen sind deutlich nach oben gegangen. Was für mich Google zur absoluten Top-Aktie auf Sicht der nächsten 10 Jahre macht, ist, ich glaube, dass in 5 Jahren, 6 Jahren ganz andere Einnahmequellen dazukommen werden, wenn du über die Quantencomputer nachdenkst, wenn du über künstliche Intelligenz nachdenkst und die ganzen Daten, die Google hat. Das heißt, da sind sie absolut federführend und deswegen glaube ich, Google hat so viele Zukunftsprojekte, noch so viele Umsatzmöglichkeiten. Also wenn wir davon sprechen, dass Apple vielleicht mehr iPhones verkaufen kann, Google kann einfach ganz neue Segmente auf den Markt bringen. Und entweder können das die anderen nicht oder kannst du den anderen streitig machen. Deswegen für mich Top-Aktie der nächsten 10 Jahre. Im Grunde genommen müsste ich noch mehr Google-Aktien kaufen, aber nicht nach 52%. Und damit der Blick auf den Chart. Und jetzt muss man Folgendes sagen. Also, wir haben die Google-Aktie mit dieser 50%-Bewegung seit Anfang des Jahres. Und Google läuft ja hier in einem sehr schmalen Trendkanal. Die ist auch nachbörslich, glaube ich, 3% nach oben gegangen. Es ist theoretisch möglich, dass Google versucht, jetzt nochmal diesen Kanal rauszunehmen, also diese grüne Linie, aber weiter oben im Bereich von 2700, 2800 wartet die nächste Widerstandszone. Und wenn wir uns das einmal auf Monatsbasis anschauen, also guck mal, das ist der kleine Corona-Pullback und das ist einfach eine Monster-Rallye. Die kann sich zwar auch fortsetzen, ich bin allerdings nicht bereit, zu diesen Kursen jetzt noch additiv die Google-Aktie zu kaufen. Und man kann nur sagen, falls die Aktie in Richtung 2400 zurückkommen sollte, das wäre ein Pullback von 8%. Naja gut, mit der Eröffnung wäre es schon eher 11%. Ist es meiner Meinung nach schon wieder eine Kaufgelegenheit. Und deswegen, also man sagt ja normalerweise, Aktien sollte man als Investor nie verkaufen, sondern man soll sie kaufen und liegen lassen. Und falls sie einen Pullback machen, dann sollte man dann noch mehr davon kaufen. Und ich glaube, wenn es auf eine Aktie zutrifft, dann ist es die Google-Aktie. Und insofern
super Zahlen, gerade am Widerstand aus meiner Sicht technisch überkauft und deswegen, wenn dann, auf Pullback setzen oder auf eine längere Konsolidierung. Die Zahlen von Microsoft kann man durchaus als fantastische Zahlen bezeichnen, denn zum Beispiel der Umsatz ist um mehr als 20% gestiegen und eine Umsatzsteigerung von mehr als 20% haben wir seit mehr als 2 Jahren nicht gesehen. Und das hat auch dazu geführt, dass der Gewinn je Aktie um insgesamt fast 50% gestiegen ist. Alles in allem muss man sagen, war der Umsatz 4% über den Erwartungen, der Gewinn war 13% über den Erwartungen. Azure-Geschäft läuft exzellent, auch das PC-Geschäft wächst weiterhin. Und dennoch war es so, dass die Aktie initial mit Schwäche reagierte, etwa 2% unter Druck geraten ist. Ich persönlich glaube einfach, weil zum Beispiel Google die Erwartungen der Analysten massiv übertreffen konnte, ist es Microsoft nur gelungen, fantastische Zahlen hervorzubringen und die sehr hohen Erwartungen leicht zu übererfüllen. Das heißt, in allen Segmenten so 2-5% besser als das, was der Markt erwartet hat. Aber jetzt muss man sagen, auch wenn die Microsoft-Aktie initial fast um mehr als 2% gefallen ist, hat es dann nachbörslich um mehr als 1% eine Steigerung gesehen. MJ, ich habe das jetzt nicht mehr geguckt. Weißt du, warum Microsoft dann nachbörslich nochmal den Turnaround geschafft hat? Ja, das wird daran liegen, dass Microsoft einen Ausblick gegeben hat, der über den Erwartungen liegt. Man hat eine Spanne angegeben, die klar oberhalb dessen liegt, was die Analysten im Konsens für das nächste Quartal erwarten. Das heißt, sie haben die Prognose nicht nur angehoben, sondern auch sie haben es geschafft, die Erwartungen der Analysten mit dieser Prognose zu übertreffen. Ganz genau. Also um es genau zu sagen, der Ausblick liegt bei 14,5 bis 14,75 Milliarden US-Dollar und im Durchschnitt haben die Analysten 14,07 Milliarden erwartet. Ist ein Wort. Wenn wir uns Microsoft angucken, waren wir ein bisschen knauserig. Wir wollten unbedingt die 190 haben, erinnere ich mich. Und dann hat er irgendwie die 197 gemacht und dann ist er da hochgegangen. Microsoft auch mit einer ähnlich starken dynamischen Bewegung, allein seit Covid-19. Und bei Microsoft ist es folgendermaßen. Ich finde, es wartet einmal die psychologische 300 und gleichzeitig gibt es auch hier eine steigende und begrenzende Linie. Die ist auch im Bereich von 300 und ich tue mich schwer zu glauben, dass es der Microsoft-Aktie gelingen wird, auch aus diesem derzeit laufenden Kanal hier, aus diesem Kanal mit der 300 eine Beschleunigung zu machen. Das heißt, Pullbacks an diese horizontale mit der offenen Lücke, zeige euch das mal hier mit der offenen Lücke, in Richtung 260 wäre eine erste Unterstützung. Das wäre auch der Unterrand der steigenden Linie. 200-Tage-Linie, so die Zone um 240, das würde ich fast schon als ein Geschenk bezeichnen, wenn man sich nämlich die Wachstumszahlen von Microsoft anschaut. In diesem unglaublich erlesenen Kreis von Apple, Microsoft und Google mit diesen unfassbaren Umsatzsteigerungen darf natürlich eine Aktie nicht fehlen, nämlich die Deutsche Bank, die auch unglaubliche Steigerungen gesehen hat, nämlich was die Anzahl der Aktien angeht in den letzten Jahren. Immerhin ist es dem Unternehmen gelungen, die Anzahl der Aktien in den letzten, anderthalb, 2 Jahren dann stabil zu halten. Und immerhin ist es aber auch dem Unternehmen gelungen, den Kurs um mehr als 100% seit dem Corona-Tief steigern zu lassen und immer wieder profitable Zahlen vorzubringen. Auch heute mit einem deutlich höheren Gewinn als erwartet. MJ, was sind die Hintergründe? Die Hintergründe sind erstmal, dass die Profitabilität gesteigert werden konnte. Also vielleicht einmal kurz zu den Zahlen. Der Gewinn je Aktie ist mit 240% besser ausgefallen als im Vorjahr. Und das zeigt einfach, dass das Unternehmen wirklich profitabler geworden ist. Und das ist ja das, was die Investoren auch sehen wollen. Eine Firma, ein Unternehmen, was sich dazu entscheidet, den Konzern umzubauen und dann auch mit den ersten Ergebnissen zeigt, dass die Profitabilität da ist. Das ist etwas, was sehr gut ist. Dann war es auch so, dass die Rückstellungen deutlich zurückgefahren werden konnten im Vergleich zum Vorjahr. Es sind nur noch rund 10% von dem, was im Vorjahr, im Vorjahreszeitraum an Rückstellungen gebildet werden mussten. Entsprechend auch das ein positiver Punkt. Und das Investmentbanking hat es wieder geschafft, über 2 Milliarden Euro an Umsatz zu generieren. Auch das ein Punkt, der eine tragende Säule ist bei diesen Zahlen. Was die Profitabilität vielleicht das noch angeht,
Sie haben es geschafft, eine Eigenkapitalrentabilität von 7,8% zu erzielen. Und man hat sich für das Jahr 2022 eine Zielmarke von 8% erreicht. Jetzt also 7,8% schon fast dieses Ziel erreicht. Also jetzt muss man eins dazu sagen, Investmentbanking läuft ja schon eine ganze Weile richtig gut. Ich kann mich daran erinnern, wir haben im vierten Quartal 2020 ein Video gemacht. Da habe ich da gestanden und habe gesagt, ich glaube das selbst nicht. Ich mache gerade eine Ausgabe, ob man in die Deutsche Bank investieren könnte. Und habe damals gesagt, nee, will ich nicht, weil Investmentbanking den Gewinn herbeigeführt hat. Und wir nicht wissen, ob das nachhaltig sein kann, das, was in diesem Segment Investmentbanking passiert. Jetzt haben sie aber mehrere Quartale in Folge sehr gute Ergebnisse gebracht. Ja, im Bereich Investmentbanking 11% weniger als im Vorjahreszeitraum. Trotzdem über den Erwartungen und trotzdem immer noch 2 Milliarden. Das ist ja das eine. Das andere ist, okay, die Rückstellungen sind zurückgegangen. Das hat die Profitabilität gesteigert. Man muss aber auch sagen, ich habe mich damals darüber lustig gemacht, dass sie eine Eigenkapitalrentabilität von 8% erreichen wollen. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Mittlerweile kommen sie dahin. Also es ist keine Umsatzsteigerung, das muss man dazu sagen, war 1% rückläufig. Allerdings hatten Analysten mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Deswegen, so ganz gehört die Deutsche Bank da nicht hin. Das muss man der Deutschen Bank aber lassen. Also jetzt mehrere Quartale in Folge profitabel und deutlich höhere Gewinn. Insofern, das, was wir auch schon damals bei den letzten Quartalszahlen besprochen haben, das hat nach wie vor Bestand. Damals war nämlich die Deutsche Bank Aktie hier oben und ich habe euch gesagt, also das würde ich hier nicht kaufen. Aber falls die Deutsche Bank Aktie nämlich in Richtung 10 Euro zurückkommen sollte, dann haben wir hier eine horizontale Marke. Vielleicht kann man das hier in der Woche, zeige ich euch das mal, auch schon sehen. Hier, das war nämlich eine ehemalige Widerstandszone und hier habe ich gesagt, also das ist, auch wenn es nicht hier sauber ist, wäre das hier eine Unterstützung, es ist die 10 Euro, es ist die 200-Tage-Linie und deswegen ist diese Gegenbewegung A nicht überraschend und B hatten wir gesagt, wir wollen nicht in die Deutsche Bank investieren, aber das wäre eine Marke um die 10 Euro, was eine potenzielle Kaufzone ist und das hat nach wie vor Bestand. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn die Deutsche Bank noch in Richtung 14, 15 Euro geht in den kommenden Jahren. Europäischer Bankensektor finden wir grundsätzlich interessant, glauben aber, dass es außerhalb von Deutschlands bessere Banken gibt. Und solange die Niedrigzinspolitik in Europa da ist, ist es auch für die Banken schwierig, ihre Erträge zu steigern. Noch eine Anmerkung, es reicht die Fantasie, falls dann doch die Zinsen etwas schneller angehoben werden sollten. Das zur Deutschen Bank und deswegen, oh, das müssen wir dazu sagen, wir haben ja eine spekulative Position bei der Deutschen Bank auf der Long-Seite. Das zum Risk-Disclaimer. Und deswegen diese Zone 10, 59, 10,30 starke Unterstützung. Wir gehen davon aus, dass diese Zone 59 bis 10 hält und von hier aus dann wieder Bewegung als ersten Richtung 12 Euro wahrscheinlicher sind. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und kommentiert gerne, welche ist eure Lieblingsaktie, was habt ihr als Kursziele bei diesen Unternehmen und gehabt euch wohl.